Hey Leute, hier habe ich für euch ein Video, auf das viele von euch schon ewig lange warten, nämlich ein neuer Soma bzw. Soma Prime Guide. Falls ihr euch gerade fragt, was das für ein Skin ist, den ich hier drauf habe, das ist der Conclave Soma Skin, sieht mega geil aus und vergleichen wir gerade mal Soma mit Soma Prime. Wenn wir uns das anschauen, Soma Prime, doppeltes Magazin, mehr Statuschance, mehr Damage, Soma Prime ist besser, viel besser. Gut, was kann ich euch hier dazu sagen? Die Soma Prime gehört mit zu den stärksten Schnellfeuerwaffen in diesem Spiel. Ich würde sie auf eine Stufe mit Tenora, Breton Prime, Krakata, ja, also mit den Waffen setzen. Gut, die Mods, die ich drin habe, Sturmbringer, infiziertes Magazin, bösartige Kraft, Punktangriff, Einkerbung, geteilte Kammer, vigilante Aufrüstung, Scharfsinn. Ich hatte vorher hier Argon-Fernrohr drin, Argon-Fernrohr und vigilante Aufrüstung sind ziemlich genau gleich stark beide, wobei vigilante Aufrüstung theoretisch besser werden kann. Das Interessante ist halt, wir haben hier eine 5% Chance, dass unsere Treffer kritisch werden. Also, dass die weißen Treffer gelb werden und dass die gelben Treffer orange werden. Ja, wenn wir jetzt aber Argon-Fernrohr reinmachen, haben wir eine 135% mehr Crit-Chance, was nicht viel mehr ist als hier die 5%, die wir so bekommen. Bedeutet, die Crit-Chance durch Argon-Fernrohr ist minimalst höher, aber dafür haben wir hier noch plus 60% Mehrfachschuss. Also so oder so gesehen ist vigilante Aufrüstung immer eigentlich ein Stückchen besser. Mit dem mit keinem Unterschied. Also ist immer ein kleines Stück besser. Ich habe auch schon viel mit den Elementarkombinationen und sowas rumgespielt, aber alles in allem war das jetzt so die Mischung, also von dem Groß-Klein-Verhältnis, das ich am besten fand. So, dann fangen wir mal an. Level 150er Heavy Gunner. ...127 Schuss im Magazin verbleibend. Lässt sich mitarbeiten, oder? Als wenn wir jetzt noch einen Riven hätten? Ordentlich. Falls wir einen Riven bekommen sollten, würden wir entweder einen von den drei Elementarmods rausnehmen oder vigilante Aufrüstung, je nachdem, welche Stats wir auf dem Riven hätten. Also Soma Rivens können sehr, sehr stark sein und dadurch wird die Waffe auch nochmal ordentlich viel stärker. So ist es nicht. Habe ich sonst noch irgendwas für euch? Was das hier jetzt ist, habe ich keine Ahnung. Das ist ein Uraltbild, also alles ausbauen. Ja, das ist eigentlich so die einzige Kombination, die ich gut finde. Also wie gesagt, die vier Mods könnt ihr austauschen, je nachdem, was ihr gerade braucht. Und alles in allem lässt sich die Soma eigentlich gegen jeden Gegner gut spielen. Ihr habt es ja gesehen, Level 150er Heavy Gunner mit Rüstung haben wir gerade in einer akzeptablen Zeit getötet. Das bedeutet, normalerweise sollte das dann auch gegen jeden anderen Gegner klappen. Und das kann ich euch auch direkt mal zeigen. Und los geht's. Rein theoretisch können wir den Damage auch ändern, so wie wir es wollen. Zum Beispiel hier jetzt Gas- oder Giftschaden. Gegen den dann jetzt Korrosionsdamage. Kommt halt eben immer auf den Gegner an und was wir gerade machen wollen. Aber alles in allem eine ziemlich gute Waffe, die Soma. Ja, soll ich euch noch irgendwas zeigen? Statuschance haben wir jetzt nur 35,3%. Das würde schon mal bedeuten, zum Beispiel ein Gasbild wäre jetzt nicht so geeignet. Also würden wir da dann eher auf Gift gehen, wenn wir gegen Korpus spielen. Das heißt, das würde ich so schieben, den würde ich hier hinschieben, den darunter. Und jetzt haben wir wieder einen Modplatz frei. Wir haben schon zwei Giftmods drin. Das heißt, ich könnte zum Beispiel, jetzt nur als kleines Beispiel, Verderben der Korpus. Nur als Beispiel. Wir können auch trotzdem auf Gas modden. Bei Schnellfeuerwaffen ist das nicht so schlimm, wenn die Statuschance jetzt nicht extremst hoch ist. Aber einfach nur, um euch mal zu zeigen, was die Waffe so mit Gift macht.
Also nicht die beste Waffe gegen Korpus, aber man könnte es benutzen. Man könnte. Nicht, dass man es muss. Aber ich bevorzuge hier, wie gesagt, den Korrosionsbild. Oder wenn, dann würde ich wahrscheinlich doch auf Gas gehen. Einfach, damit man nicht nur gegen Korpus so stark ist, sondern gegen jede Fraktion einigermaßen brauchbar ankommt. Also einfach wieder einen Mod zurücksetzen. Den hier hin und schon haben wir wieder unseren ursprünglichen Bild. Okay, wie gesagt, mit dem Riven wäre die Waffe nochmal um einiges stärker. Ist eine absolut gute Waffe, kann man nichts dagegen sagen. Nur überhypt die Waffe nicht. Sie ist gut, ja, aber es gibt viele, zumindest einige andere Waffen, die auch auf demselben Level sind. Nur, dass er jetzt, dass es nicht wieder heißt, boah, Soma Prime, beste Waffe überhaupt. Weil das war auch mal vor einer Weile der Trend gewesen, das war schrecklich. Die Soma ist gut, ja, aber es gibt teilweise noch bessere Waffen, je nachdem und vor allen Dingen, welchen Riven man hat. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, bitte ein Abo und ein Like da lassen und bis zum nächsten Mal.